Hi alle miteinander, Mensch, da sind wir wieder mit einem Special, einem weiteren Teil zum Dogfest in München. An meiner Seite Eva und Andi, hallo. 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 Wir sind meine Stimme verstellt. Ja, das habe ich gehört. Mein Name ist Max. Man kennt mich unter anderem aus Filmen wie Los Ultimos Frikis, Fat Front oder auch als Christoph Schlingensief in der selbsternannten Dokumentation Schlingensief, der letzte Tag der Titanic. Nee, also was ich jetzt hiermit irgendwie sagen will, ist, wir haben jetzt hier die Münchner Runde und wir besprechen 9 Filme vom Dogfest 2020 und ich würde sagen, weil es 9 Filme sind und wir uns jedem gebührend widmen wollen, aber euch auch nicht langweilen wollen, steigen wir gleich ein, oder? Jo. Richtig. Und ja, Andi, ich habe dich jetzt mal auserkoren, du bist die Person, die den Film Los Ultimos Frikis gesehen hat. Um was geht's denn da? Yes, zum Dogfest brauchen wir eh nichts mehr sagen, weil wir hatten jetzt ja schon ein paar Folgen und die haben alles eh schon abgehandelt, gell? Ja. Genau. Aber ja, ich habe mir das Programm angeschaut, lauter geile Filme und natürlich musste ich mir den Heavy-Metal-Film aussuchen, denn es geht um eine kubanische Heavy-Metal-Band namens... Metal mit 2D geschrieben. 2D ohne E am Ende, mit also M-E-D-D-L. Also, ja, kubanische, fränkische Metalband. Genau. Und der Film dauert 1 Stunde 15 Minuten und ist von Nicholas Brennan und es geht um die kubanische Metalband Zeus, also wie Zeus, geschrieben. Und es ist wohl eine der bekanntesten oder die bekannteste Metalband in Kuba und ich als großer Metal-Fan habe noch nie was von ihr gehört, was schon sehr bezeichnend ist, denn in Kuba... ihr kennt Kuba? Ja, Kuba. Wer kennt Kuba Max, nicht? Du bist doch auch immer in Kuba. Genau, und das fand ich sehr, sehr spannend an der Dokumentation, dass es halt nicht wie, es gibt ja, da rede ich jetzt vielleicht mit den falschen Leuten, aber ihr kennt ja die Band Anvil nicht, richtig? Doch, richtig. Ich kenne Anvil, das sind doch diese Kanadier, genau. Die lustigen. Ja. Genau, und die haben ja damals auch schon eine unglaublich gute Doku spendiert bekommen, The Story of Anvil, und bei denen war das Problem, die waren mit Metallica und mit Slayer und Anthrax haben sie gespielt, aber sie wurden nie so bekannt wie die. Und es war halt einfach Pech, weil Kanada ist halt einfach ein offenes Land und die haben eigentlich kein Problem gehabt. Die hatten, wie gesagt, einfach nur Pech. Vielleicht sind sie auch nicht ganz so gut, aber egal, Geschmackssache. Aber Zeus haben natürlich in Kuba mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, mit der Regierung, die nämlich ein ziemliches Problem damit hatten, dass sie als, also vor 30 Jahren, die gibt's mittlerweile 30 Jahre, und die haben damals halt so, die hatten natürlich auch, wie viele Metalbands, so ein bisschen systemkritische Texte. Und eine blöde Frage, Punkbands in Kuba, singen die dann Kapitalistentexte? Und alles andersrum? Ja, gute Frage. Das ist auch ganz witzig hier in dem Preisen ihr System. In der Doku, also die singen auf Spanisch und man hört dann, man sieht Untertitel, wenn sie halt auf den Konzerten halt singen und so, siehst du dann, das untertitelt. Siehst du im Untertitel, die singen halt auch immer fuck the system und fuck oppression und so, und in dem Kontext hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung, als wenn ich jetzt hier als Münchner Metalband singe fuck oppression und so, dann wirkt das natürlich ein bisschen aufgesetzt, sag ich mal, wenn man hier als Mittelstandskind dann singt fuck the system und so. Bei denen hat es immer gleich so eine andere Bedeutung, finde ich, gehabt irgendwie. Und die hatten halt, die haben eine relativ große Szene, so eine Untergrundszene gehabt. Und das Witzige war, dass sich die Regierung irgendwie gedacht hat, hey, was machen wir? Wir holen die aus dem Untergrund raus und versuchen, die ein bisschen zu kontrollieren. Deswegen, mega witzig, wurde in Kuba irgendwie vor wahrscheinlich dann 20 Jahren oder so oder vor 25 Jahren, wurde ein Minister für Rock'n'Roll eingesetzt. Da gab es einen Minister für Rock. Wie sah der aus? Aber wir hatten doch damals auch Sigmar Gabriel als Pop-Beauftragten, oder? Wen oder was hat der? Naja. Keine Ahnung, da gab es ja irgendwas mit Till Schweiger, dass Till Schweiger und Sigmar Gabriel miteinander irgendwie die neue Kulturfront in Deutschland waren. Auf jeden Fall wurde in Havanna halt das Maxim Rock oder Rock Maxim oder so wurde halt gebaut. Das war halt so der einzige Rockschuppen in ganz Kuba oder in ganz Havanna auf jeden Fall, wo die halt dann wöchentlich gespielt haben und wurden dann so ein bisschen aus diesem Schatten so ein bisschen in die Öffentlichkeit geholt und deswegen war das dann nicht mehr, konnten sie natürlich
natürlich besser kontrollieren und so und war das dann nicht mehr ganz so gefährlich halt irgendwie, weil das dann auch so ein bisschen in den Mainstream gekippt würde irgendwie. Egal, auf jeden Fall fand ich das halt sehr spannend an der Doku, dass du diese Bandgeschichte hast, hast sie sehr persönlich, also dieser Frontmann, dieser Dioni hieß er irgendwie, total sympathischer Kerl halt irgendwie, der ist ja mittlerweile auch schon 50 oder so, dann siehst du ihn halt, wie er mit seiner Familie lebt und auch die anderen siehst du, der Schlagzeuger zum Beispiel ist natürlich drogensüchtig, wollte ich das schon sagen. Aber natürlich. Und dann siehst du halt, wie viel ihn an der Band liegt, weil womit sie auch zu kämpfen haben, ist diese ganze heutzutage die Jugend, weil das fand ich auch sehr witzig, dass sie dann auf Festivals spielen, wo halt jetzt nur noch Reggaeton und Elektro und so moderne Musik, was die Jugend von heute halt so hört und sie halt nicht mehr angesagt sind und so und damit haben sie auch sehr zu kämpfen mit halt dieser neuen Musikszene, wo sie halt einfach so jetzt aufs Abstellgleis so ein bisschen verfrachtet werden, aber sie wollen halt einfach nicht aufhören, weil zum Beispiel dieser Schlagzeuger, das ist halt alles, was er hat so ungefähr und diese Leidenschaft für die Musik, das ist wirklich sehr, sehr großartig in diesem Film und sie gehen dann zum 30-jährigen Jubiläum auf große Nationaltour, also das erste Mal, dass sie überhaupt außerhalb einmal rund um die Insel. Genau, nee. Und das, doch, genau, und das haben sie wohl nie gemacht, ich weiß auch nicht, ob die jemals im Ausland gespielt haben irgendwie. Und das ist ein Riesending für sie, aber dann haben sie halt einerseits geile Konzerte, wo sie sehen, die haben Fans überall in Kuba, von denen sie gar nicht wussten, dass die überall so wichtig sind. Also das sind halt ältere Leute, die schon seit 30 Jahren hören und werden mega gefeiert, spielen dann aber, wie gesagt, andererseits auf Festivals, wo halt dann alle so ein bisschen tanzen wollen und so. Reggaeton und so. Und das ist wirklich, ich fand den wirklich toll, weil du halt eben zusätzlich noch siehst du dann auch die Öffnung von Kuba unter Obama, wie halt dann so das langsam geöffnet wird. Hast dann so Pressekonferenzen mit diesem Raúl Castro auch und so. Also sehr viel Politisches auch. Und wie das dann halt unter Trump jetzt wieder total kaputt gemacht wurde und so. Und dann siehst du auch das erste Konzert von den Rolling Stones in Kuba, was halt auch, was ich gar nicht wusste, dass da halt wirklich... Wann war das? Du ungefähr stellst mir Fragen. Jahrzehnt. Also ja, das war halt, wann war Obama 100 Jahre Präsident? Also während Obama. Genau. Der hat, dann siehst du halt in der Presse, wie halt das so geöffnet wurde langsam und dann durften die Rolling Stones erstmals da spielen. Und die Band denkt sich halt, geil, jetzt wird das so ein bisschen geöffnet und alle dürfen Rock'n'Roll hören und so. Das wird jetzt voll der Boom. Und gleichzeitig kommt halt ganz viel anderer Schrott drüber und sie sind als Metalband natürlich auch nicht mehr gefragt. Das fand ich wirklich cool. Ich mag auch die Mucke von denen, auch wenn, wie gesagt, Gesang und Texte teilweise fand ich, war nicht so mein Style, aber Gitarre, Schlagzeug, endgeil. Okay, also gibt von dir, wir müssen jetzt mit der Wertung, würde ich sagen, schließen wir uns dann immer an das Zählsystem des Dogfests an, mit den klatschenden Händen. Ich glaube, das gibt auch 5. Soll der Andi jetzt klatschen? Wie viel gibst du? Oder was? Ich fand den wirklich sehr gut, weil du halt dieses Politische und dieses Persönliche mit drin hattest. Wie gesagt, es ist teilweise eventuell für Leute, die mit der Musik überhaupt nichts anfangen können und so, die würden sich den Film anschauen und denken sich wahrscheinlich auch, was sind denn das für veraltete, Rappen. Genau und so und dann auf den Konzerten dann die Leute in der Moshpit und so, da denkt man sich ja halt vielleicht auch teilweise, was soll das, aber wenn man natürlich als Metaller mal ein bisschen in das kubanische Metal-Szene reinlunsen will, dann ist der Film wirklich cool und ich fand den echt sehr gut, ich würde dem mal 4 von 5 Klatschern geben. Okay, 4 von 5 Klatschern, das ist schön. Eva, du hast uns sicherlich auch irgendwas mitgebracht, was nur du geguckt hast. Ich sehe auf meiner Liste mindestens 2 Stück, nee, 3 sogar. Mit welchem willst du denn anfangen? Ich fange mal mit dem, jetzt habe ich gerade in einen Keks gebissen. Das ist völlig in Ordnung, lass uns teilhaben. Nicht, dass ihr euch über das Schmatzen wundert. Nee. Ich mache mal diesen Was tun zuerst. Okay. Den habe ich jetzt allerdings nicht ganz geschaut, aber ich kann zumindest einen Eindruck sagen. Ja, geht ja nur darum zu wissen, was erwartet die Zuschauer. Richtig, genau. Also ich kann den, so viel kann ich ziemlich sicher sagen, dass er sehr empfehlenswert ist. Das ist ein deutscher Regisseur, ein junger, Michael Kranz. Und Laufzeit sind 72 Minuten. Und es geht um, ja, also es ging so los, dass er eine Doku gesehen hat
der Regisseur, und da wurden minderjährige Prostituierte, also Zwangsprostituierte, interviewt. Und eine Frau ist ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil die irgendwie gemeint hat, also übersetzt, warum müssen Frauen eigentlich so viel leiden? Warum ist es so mit so großem Leid verbunden, eine Frau zu sein? Und die Frage hat sie halt gestellt. Und dann hat er sich eben die Frage gestellt, ja, was man da tun kann. Und wollte diese Frau, die sie ihm halt nicht mehr aus dem Kopf hat, die gesucht, ist nach Indien gefahren tatsächlich, ein paar Jahre später, und sucht eben diese Frau. Und da werden diese ganzen Wege gezeigt, ja, wie er dann in irgendwelchen Slums oder ja, sich da durchfragt, einfach nur mit einem Foto von dieser Frau. Und ja, also er findet sie tatsächlich, so viel kann ich sagen, und findet auch einen Weg, ihr zu helfen oder auch noch anderen Leuten dort zu helfen oder so eine andere Struktur ein bisschen aufzubauen mit gespendeten Geldern. Das Ganze läuft immer noch, also er ist da immer noch jedes Jahr in Indien und hat immer noch Kontakt zu den Leuten. Und ja, man erfährt halt ziemlich viel über die Armut dort und irgendwelche Hintergründe auch und was es so heißt. Also er macht auch Vergleiche zwischen unserer Welt und dieser, also dass wir so privilegiert sind und genau, aber es ist halt einfach auch natürlich total emotional, kein erhobener Zeigefinger. Nee, also dass er dann auch schafft, dass die gemeinsam als Projekt dann eben auch sich bemühen, dass die Leute, auch die Frauen dort eine Ausbildung machen können, dass sie halt irgendwie eine andere, also eine Alternative haben, um sie als sich zu prostituieren. Auch nicht schlecht. Genau, also den kann ich empfehlen, auch wenn ich es nicht alles gesehen habe, aus Zeitgründen. Na gut, okay, aber so als ersten Eindruck. Genau, so viel zu was tun. Oh, also du würdest ihn empfehlen, beziehungsweise eher. Richtig puppichtig. Oh. Also ich würde 3,5 von 5 oder wenn nicht sogar 4, ja. Wahrscheinlich eher politische Dokumentation. Ja, zum Teil. Also es ist schon auch ziemlich persönlich und emotional. Mhm. Aber man sieht halt einfach viel. Es ist halt einfach wie so ein Reisebericht. Ja, nur halt nicht so geschönt. Ja, dann, genau. Aber da würde ich jetzt auch schon abschließen. Ja. Du hattest dann auch noch den Space Dog gesehen, oder? Genau. Das ist, oder Space Dogs? Nee, ich glaube Space Dogs hieß der nur. Das ist auch eine deutsch-österreichische Produktion, 91 Minuten. Und Regie sind Elsa Kremser und Levin Peter. Und ja, ich habe halt erst gedacht, das ist irgendwie lustig. Es ging so, weiß ich nicht, ich habe erst an irgendwelche Hunde gedacht, die im All rumfliegen. Also so. Ja, der Titel, der ganz ehrlich verleitet schon da irgendwie so hin. Ich habe da am Anfang habe ich auch so an den ersten Hund im Weltall irgendwie gedacht. Die Laika. Ja, genau, leider. Also da hast du eine richtige Fährte aufgenommen. Mhm. Und das habe ich dann auch nach ein paar Minuten sehen müssen, dass es leider darum geht. Also nicht nur, es war ein wahnsinnig ruhiger Film. Also es ist sehr gut, wenn man überhaupt keinen Krach oder keine anderen Eindrücke haben will. Also es ist wirklich erstaunlich. Es werden über die Hälfte, es wechselt sich immer ab. Also es werden eben diese gequälten Weltraumhunde gezeigt und wie es so dazu kommt und was die mit denen alles gemacht haben, die ganzen Tierversuche und schrecklich halt, wie furchtbar, wie die da halt Straßenhunde eingesammelt haben und die dann in den Weltraum geschickt haben und dann haben sie ein Paar, das hat überlebt, also die haben sie dann noch Babys kriegen lassen, um zu beweisen, dass es denen ja gar nicht geschadet hat und nochmal so PR und Werbung quasi in den russischen Weltraum, sonst was, Behörden. Ja, geht es da dann auch um den Wettlauf zwischen Amis und Russen oder? Nee, kaum, also es ist Fokus wirklich auf den Tieren? Ja, es ist wirklich ganz, also es wird auch jetzt nicht so der Zusammenhang hergestellt zwischen diesen Straßenhunden und diesen gequälten Versuchslaborhunden, die da ständig irgendwie im Karussell rumgeschossen werden, um zu testen, wie sehr sie Schwindel aushalten oder Geschwindigkeit oder so. Also es ist wirklich, das sind schreckliche Bilder. Aber es wird halt immer, man hat immer so ein bisschen eine Verschnaufpause durch diese Straßenhunde, die einfach nur begleitet werden. Das ist auch ohne jeglichen Kommentar. Also es ist wirklich, man sieht einfach nur diese Geschichten da, diese Parallel. Aber das ist Originalmaterial aus der Zeit von früher, ja, oder wie? Ja, genau, ja.
Und jetzt halt dann zusammengetragen, 2019 lese ich gerade. Ja. Also ein paar Infos gibt's, aber wirklich, es gibt sehr wenig Gesprochenes. Also man ist es wirklich eine Doku zum Zuschauen und sich irgendwie eine Meinung bilden und auch selber da irgendwelche Zusammenhänge erstellen. Das ist eigentlich ganz interessant. Das hat erst so die Würde des Hundes, was er sich, also wie der halt allein da lebt in den Straßen und wirklich gut durchkommt da in Moskau. Und ja, dann halt diese Ausnahmequälereien da. Ja. Und ein ganz schlimm, einmal kommt eine Katze vor. Okay. Die aber nur ganz kurz, weil die gegessen wird. Aber keine Katzen im Weltall. Nee, die ist in den Straßen von Moskau und wird gegessen. Oh, die, naja, gut. Also nichts für Leute, die Tiere als, nicht ja. leiden sehen können. Genau, dem würde ich, ja, es war, ich war eh ein bisschen müde an dem Abend, deswegen hat das schon gepasst, dass das so langsam und so ruhig war. Aber, also ich persönlich habe halt schon immer ganz gern informative Dokus. Da war es nicht so, es war einfach, ja, da würde ich jetzt 2,5 Punkte geben, obwohl es jetzt nicht schlecht war unbedingt, aber vielleicht taugt eher eine stimmungsgetriebene oder wie. Ja, also, vielleicht taugt es anderen Leuten mehr. Ja, ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal einen Haken dahinter gemacht, weil, also ich finde das Thema ziemlich spannend, muss ich sagen, weil es, keine Ahnung, ja, ja, die Hündin im Weltall, das kennt man ja, also aus Erzählungen, aber so, dass da mehr dahinter steckt, war mir jetzt auch gar nicht bekannt. Genau, also es waren einige und ja, halt krass, was die alles überhaupt überlebt haben und dass die dann auch noch nett waren, also die haben ja dann nicht gebissen oder irgendwas. Das hat mich halt gewundert, so Hunde, ja, die wirklich weiß, in irgendwelchen, die gefügig gemacht irgendwelchen Zwingern, ja, die haben sich halt wahrscheinlich komplett einfach aufgegeben. Also die waren halt in irgendwelchen Zwingern und sind zwischendurch halt gequält worden und ja, schönes Leben. Vielleicht ein besseres Leben auf dem Mond erhofft. Ja, genau, hätten sie mal da bleiben sollen. Ja, wenn wir jetzt schon von nicht mehr Weltlichem hier sprechen, guter Übergang zu den Pastafaris. Das macht oder heißt ihr dann, Pastafaris? Oh. Die Pastafaris, also ich habe ihn nicht gesehen, den gebe ich jetzt auch wieder an Andi weiter, weil irgendwie komischerweise, ich scheide erst am Ende mit Filmen aber zu kommen. Ja, nur Pastafari, hätte. Oder? Ja, der Film heißt I, Pastafari, Doppelpunkt, A Flying Spaghetti Monster Story. Und ja, wie der Name schon sagt, geht's um die Religion der Pastafari. Der Film ist vom letzten Jahr schon, 2019, von Mike Arthur. Und ja, ich weiß ja nicht, wie ihr vertraut seid mit dem fliegenden Spaghetti-Monster und der ganzen Religion, die dahinter steht. Oh, vollkommen. Genau. Jeden Tag dreimal beten. Also man kennt das fliegende Spaghetti-Monster ja unter anderem auch aus den Simpsons, aus South Park und so. Das ist ja durchaus in der Popkultur schon angekommen. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass ja vor einigen Jahren diese Diskussion aufkam, dass in, ich glaube, in Österreich und auch, ich glaube, in den Niederlanden oder so, Dänemark, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, Leute geklagt haben, also vor allem in Österreich, da komme ich gleich noch zu, aber geklagt haben, dass sie die religiöse Kopfbedeckung ihres Glaubens nicht auf ihren Passfotos und auf ihren Führerscheinfotos tragen dürfen, denn weil jede andere Religion darf das ja, also soweit ich weiß, so eine Kippa oder ein Kopftuch, solange das jetzt nicht das Gesicht bedeckt, darfst du sie ja tragen auf deinem Ausweis als Ausdruck deines Glaubens. Wieso dürfen dann die Pastafari nicht das Nudelsieb auf dem Kopf tragen auf dem Passfoto? Weil das ist halt ihre religiöse Kopfbedeckung. Und deswegen haben sie halt geklagt und mussten dann vor Gericht den Leuten klar machen, das ist eine ernstzunehmende Religion und eigentlich geht's auch im Großen und Ganzen in dem Film auch darum. Also da hast du halt diesen einen relativ hohen, wie nennt man das in der Religion, ich weiß es nicht. Die Obernudel. Die Obernudel in Österreich und es ist einfach, also ohne Scheiß, der Film fängt an und es ist einfach sehr, sehr witzig, wenn der Typ halt mit diesem Messing-Nudelsieb auf dem Kopf in dieses Gerichtsgebäude reingeht und halt dann vor Gericht sitzt und den Leuten halt klar macht und die Religion erklärt und also wie gesagt, es ist schwierig. Den das abzukaufen, inwieweit das jetzt ernst gemeint ist. Aber die dürfen halt natürlich nicht lachen vor Gericht, weil es ist ja eine ernsthafte Religion. Und der Richter sagt dann auch so, jetzt komm Leute, ist doch Quatsch, oder? Ihr seid doch eine Satireveranstaltung und ihr wollt doch einfach nur
richtige Religionen aufs Kreuz nehmen und so. Und ich muss gestehen, ich würde das jetzt auch eigentlich als Religionskritik verstehen, aber sie müssen halt so tun, als wäre es ihnen wirklich ernst. Und einigen Leuten der Doku nehme ich das auch ab. Wir haben dann auch den Bruder Spaghettos, oder wie er heißt, glaube ich, der ist halt so ein ganz schrulliger, älterer Herr, mit den sieht man auch auf dem Filmposter, glaube ich. Brichst du gerade ab? Und der hat halt so einen langen Bart und lange Haare, ist auch so ein bisschen älter, so 60, 70 oder so. Und der hat irgendwo in so einem hinteren Kaff in Deutschland, hat der nämlich so eine Messe. Und der hat auch seine Kirche da und hält jedes Wochenende diese Nudelmessen ab und so. Und Bernbocher. Seine Kirche und da. Klingt ja auch schon. Ja, genau. Und der nimmt es wirklich ernst. Und das fand ich auch, das fand ich wirklich strange, weil in der ursprünglichen Lehre des Spaghetti-Monsters geht es eigentlich darum, dass die in Piratenkostümen auftreten. Also eine der großen Lehren ist ja auch der Zusammenhang zwischen Piraten und der Erderwärmung. Denn da sehen wir auch in einer ganz anschaulichen Grafik, dass ja der Global Warming direkt proportional zum Abnehmen der Piraten auf der Erde zunimmt. Und das wird dann auch total gut erklärt, weil je weniger Piraten es auf der Welt gab, desto mehr ist die Erderwärmung gestiegen. Macht ja Sinn. Deswegen ist eine Forderung von Ihnen, dass wir wieder mehr Piraten auf der Erde brauchen, um den Klimawandel zu stoppen. Und so. Und der eine Typ, da fand ich es auch ein bisschen komisch, weil der meint es wirklich sehr ernst und er ist auch nicht konform mit dieser Geschichte mit dem Nudelsieb auf dem Kopf, weil in der ursprünglichen Lehre war von diesem Nudelsieb eigentlich keine Rede und der ist da so ein bisschen so der Hardcore-Pastafari und der sagt, naja, da ist er eigentlich nicht, weil das ist ihm zu albern eigentlich. Ach, wow. Ist er eigentlich dann dieser Ei in dem Ei-Pastafari oder ist das ein allgemeines Ei? Ich glaube, das ist nur der Titel. Also es geht halt, wie gesagt, um diesen aus Deutschland-Typen, der ist so ein bisschen, der meint das wirklich ein bisschen ernst, obwohl man das immer nicht so richtig sagen kann. Dann gibt es diesen österreichischen Pastafari, der ist auch sehr, sehr kompetent und dann eben noch in Holland oder wo das jetzt war, da gibt es halt auch eine große Bewegung. Das ist ja übrigens auch die am schnellsten wachsende Religion der Welt heutzutage. Weil die anderen alle schrumpfen, deswegen. Ja, ja, wirklich. Die am langsamsten schrumpfen, der Gott. was ich auch sehr, sehr spannend fand, also Spaß beiseite, die Entstehung, es ist ja noch keine sehr alte, bei dem Thema ich wollte fragen, seit wann es die gibt? Seit 2005 und die Entstehungsgeschichte, der große Prophet Bobby Henderson, der das alles ins Leben gerufen hat, voll spannend, weil man lernt in dem man lernt in dem Film dann doch auch ein bisschen was und der Ursprung ist, in Amerika wurde doch Ende der 90er, Anfang 2000, glaube ich, oder vielleicht schon älter, ich weiß es nicht mehr genau, aber hier Kreationismus sagt euch was und Intelligent Design und solche Geschichten, diese alternative Evolutionstheorie, die irgendwelche Freaky-Typen in Amerika halt abgefeiert haben und halt so eine alternative religiöse Evolutionstheorie so weit gebracht haben, dass die sogar in den Schulen gelehrt werden soll. Und da hat halt der Herr Bobby Henderson, der halt irgendwie Uni-Professor oder sowas war, hat halt dann gesagt, spinnt ihr eigentlich? Du kannst jetzt nicht mit so einem religiösen Bullshit im Naturkundeunterricht ankommen. Das hat hier keinen Platz. Aber sie haben gesagt, nö, Gesetz, das wird jetzt hier unterrichtet. Und er hat gesagt, okay, dann kündige ich. Und er wurde rausgeschmissen oder so und hat dann einen offenen Brief an seine Schule geschickt und gesagt, hey, wenn die das unterrichten dürfen, dann darf ich aber auch vom fliegenden Spaghetti-Monster unterrichten, wie der die Welt erschaffen hat und so. Und dieser Brief ging halt dann online und hat dann diese ganze Religion losgetreten. Großartige Geschichte. Also es hat einen sehr kritischen Hintergrund. Und wenn du natürlich diese Gebete hörst, die sie haben und dann dieser ganze Bullshit, das ist halt alles sehr angelehnt an die Partei. An Religionen. Also die beenden ihre Gebete auch immer mit Rahmen statt Amen und so. Und das ist halt alles he boiled for your sins und so. Also es ist natürlich alles eine Persiflage irgendwie. Deswegen ist es natürlich schwierig, das zu trennen. Also ich finde es super großartig. Aber unterhaltsam wahrscheinlich. Sehr, sehr unterhaltsam. Aber um jetzt mal auf den Film zu kommen, er ist sau witzig. Also wie die dann teilweise auf so Demos oder nicht Demos, aber auf so Kundgebungen stehen und halt dieses Zeug predigen, in Anführungszeichen.
Was aber auch sehr spannend ist an der Religion, die sind natürlich allen anderen Religionen überlegen, weil die alle immer nur Gleichberechtigung und auch anderen Glauben zulassen und die sind sehr liberal, nicht liberal, aber sehr, mir fällt das Wort nicht ein. Offen. Genau, friedlebend und offen für alles. Und im Gegensatz zu allen anderen Religionen sagen die halt dann irgendwie alles cool. Obwohl, da gibt es viele andere Religionen, jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Egal, was mir an der Doku nicht gefallen hat, ich als langjähriger Kenner hab vieles in der Doku schon gesehen. Also es ist ziemlich viel aus YouTube, anderen Filmen, Dokus schon, ist es so zusammengetragen. Das war, glaube ich, auch eine Crowdfunding-Kampagne und ich habe jetzt nichts Neues da gelernt. Ich fand es schön, das mal so komprimiert zu sehen und war cool. Dauert ja nur eine Stunde. War nett, aber also ich glaube, der Film ist eher für Leute, die das noch nicht kennen. Und dann ist der Film wahrscheinlich zum Totlachen irgendwie, aber ich kannte halt schon vieles. Also auch diese Animationen mit dem Piraten Global Warming Ding und so, das ist alles aus anderen Dokus halt übernommen. Also es gibt außer diese Gerichtsverhandlungen und so, obwohl das kannte ich auch schon, ein paar Interviews kannte ich jetzt noch nicht und man hat die Leute ein bisschen mehr noch kennengelernt, aber es ist schon so ein Zusammentragen, hatte ich das Gefühl, aus schon bestehendem Material. Deswegen würde ich jetzt die Doku als, wie gesagt, langjähriger Pastafari, würde ich jetzt nicht als großartigen Wurf bezeichnen, aber es ist ein guter Einstieg. Gib doch einfach zwei Wertungen, einmal als Experte und einmal als Novize. Ja, als Experte würde ich sagen, ist es nichts Neues und als es ist ein guter Einstieg in diese Religion. Also ich würde dem 3,5 von 5 Spaghettis geben. Gerade jetzt bei Corona, wo die Nudelknappheit wahrscheinlich auch wieder einige neue Interessenten hervorbringt, ist sehr schön, darüber was zu hören. Ja, das ist zur heutigen Zeit natürlich schön, dass du mit jedem Bullshit eine große Following kreieren an kannst. An sich irgendwie Politik aber immer weniger ernst genommen oder halt auf so einer anderen Ebene ernst genommen wird. Ja. Genau, deswegen fand ich es auch ein zweischneidiges Schwert, dass du eigentlich, dass sie dann in dem Film versuchen, ihr satirisches Potenzial eigentlich so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, weil sie dann so tun, als wäre es ernst gemeint. Aber eigentlich ist ja das Geniale, diese Satire daran. Aber sie müssen dann so tun, als wäre es keine Satire. Das ist halt echt ein bisschen komisch. Stop. Egal. Ja. Gut, mit welchem machen wir weiter? Achso, du musst noch. Also ich habe jetzt mal erstmal auf der Liste, hätte ich mal schnell kurz erwähnt, Lost in Face ist ein Dokumentarfilm, der handelt von einer Frau, die an Gesichtsblindheit leidet, eine Künstlerin, die mehr oder weniger da erzählt in diesem Dokumentarfilm, in einem Interview, wie sie damit umgeht, wie ihr Alltag so aussieht. Der Film läuft auch auf dem Docfest. Aber wir hatten vor, Gott, knapp einem halben Jahr, also vielleicht ist es auch ein bisschen kürzer, zum Max-Oppels-Preis ein Cast aufgenommen. Und da haben wir den Film auch schon besprochen. Deswegen gibt es jetzt keine Besprechung. Wir konnten ihn damals aber empfehlen, soweit ich weiß. Andi war auch mit dabei. Mhm. Und dem würden wir, wenn sie den nicht zu Tode geschnitten haben sollten, den empfehlen wir. Ja. Den habe ich jetzt bloß hier so auf der Liste noch mit dabei stehen, um ihn zu erwähnen. Und jetzt würde ich mich auch mal kurz ins Rennen werfen. Eva, wir beide haben die Fat Front gesehen. Ja, ich habe alles geguckt, die Fetten und die Magersüchtigen. Ja, weil die würde ich nämlich dann auch als Übergang nehmen, wenn ich von den übergewichtigen Mädels zur Anorexie übergehen. Sage ich schnell ein paar Worte oder du oder ich? Ja, Moment, also ich kann gern Fat Front. Das waren die Regisseurinnen Louise Detlefsen und Louise Unmark Kielsen. Däninnen, oder? Richtig. Also es ist eine norwegisch-schwedisch-dänische Produktion und 86 Minuten dauert die Doku. Boah. Genau. Und ja, und es willst du kurz? Ja, nee, wir begleiten da vier übergewichtige Frauen, so ich würde sagen vom Alter von 20 bis Mitte 30, die in verschiedenen Berufen
agieren und eigentlich alle mit dem Thema Bodyshaming zu kämpfen haben bzw. hatten und jede auf ihre eigene Art damit umgeht. Wir haben da zum Beispiel eine, die einen Instagram-Account, glaube ich, gegründet hat, der Happy Body oder so ähnlich hieß, in dem sie sich halt mehr oder weniger immer tanzend im Bikini mit ihrem übergewichtigen Körper dazu, ich will jetzt nicht sagen, zur Schau ausstellt, aber halt einfach zeigt, dass man trotz Übergewicht auch Lebensmut haben kann. Dann haben wir eine Frau, die, glaube ich, als Model arbeitet oder als ist es so ein Burlesque-Model, glaube ich. Sowas in der Art. Und die anderen habe ich vergessen, ganz ehrlich. Im Prinzip geht es wirklich um dieses Thema Bodyshaming und woher es kommt, wie die Mädels oder Frauen damit umgehen. Und naja, gut. Also bei mir ist, merkt man vielleicht, nicht allzu viel hängen geblieben von der ganzen Geschichte, außer dass ich fand, dass die Geschichten sehr, ja, wie sagt man, unspektakulär auch irgendwie erzählt wurden. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, ein bisschen oberflächlich vielleicht. Ja. Also ich hätte manchmal mir noch Hintergrundinformationen gewünscht. Also es ging ja hauptsächlich erstmal um eben den Körper zu akzeptieren, wie er ist und halt das Schönheitsideal quasi zu erweitern und einfach, das wird halt auch gezeigt, so diese ganzen Selbstzweifel und dieses, dass man dauernd ja, den eigenen Körper überhaupt nicht akzeptieren kann und dann eben weil man dann nichts Gutes, also und deswegen dass sich auch nichts Gutes tut, weil man halt irgendwie mit sich selbst auf Kriegsfuß ist und diesen Teufelskreis und so. Und das wurde manchmal so angedeutet, wo das vielleicht herkommt. Also die wenigsten waren als Kind schon dick. Oder es gab zumindest einige in der Doku, die jetzt als Kind eben noch nicht dick waren. Und dann, ja, einmal wird Missbrauch angedeutet. Und einmal wird eine Alkoholproblematik des Vaters angedeutet, so in der Familie, aber sonst erfährt man eigentlich nicht so viel, warum jetzt, also wo das Problem jetzt irgendwie war, sondern es wird eigentlich mehr so als Lifestyle dann irgendwie dargestellt. Also was ich ja auch zum Teil wichtig finde, dass man halt, dass es einfach darum geht, ja, okay, man will halt jetzt sich akzeptieren, wie man ist, aber mir hat halt da schon so ein bisschen gefehlt, also es wurde eben angedeutet, dass eine da ziemliche Probleme hat, weil sie halt natürlich zum einen sich so lernen will, sich so als akzeptieren, aber im Grunde will sie halt trotzdem abnehmen. Aber das muss sich ja nicht unbedingt widersprechen. Also man kann ja trotzdem ein Ziel verfolgen und trotzdem sagen, okay, solange ich jetzt sehr übergewichtig bin, finde ich es jetzt auch nicht katastrophal oder versuche mich halt so zu akzeptieren. Aber halt trotzdem ist es natürlich ungesund. Es wurde dann auch von vielen Kritikern, müssen die sich dann halt auch oft anhören, dass sie das irgendwie so beschönigen, so ein Übergewicht. Das ist halt ja tatsächlich, kann das halt gefährlich sein oder dann irgendwelche Krankheiten entstehen. Also wir sprechen ja jetzt halt nicht auch von wirklich Übergewichtigen, also nicht leicht übergewichtig. Oder deswegen sowas heißt es auch Fat Front. Ja. Und die haben ja auch dafür plädiert, dass man halt wirklich sagt, ja, man ist halt fett und das nicht irgendwie beschönigt. Damit halt auch das Wort Fett nicht mehr so negativ besetzt ist, sondern als normales Wort. Also praktisch Angriff als beste Verteidigung sozusagen, dann auch wählt. Also ich meine, mich hat es halt auch ein bisschen gewundert, dass halt dann zum Teil eben Frauen, die halt natürlich irgendwie abnehmen wollen, dass dann das Thema da dann so links liegen gelassen wird. Also dass sich das dann so ausschließt, dass man halt, man hat sich dann komplett zu akzeptieren und dann muss, und wenn man dann aber trotzdem irgendwie das Bedürfnis hat, ja, irgendwie würde ich aber doch schon trotzdem gern abnehmen, das ist dann fast schon ein innerer Konflikt und also da macht man sich dann schon fast unbeliebt bei den anderen, weil man soll es ja 100% akzeptieren. Naja. Ja, ich meine, also für die Qualität der Dokumentation oder des Dokumentarfilms, da hat das jetzt nichts zur Sache zu sagen, aber ich finde, was du jetzt meintest, stimmt schon. Also streckenweise ist ja immer angedeutet worden, die Leute oder die Frauen wollen ja den Körper, also wollen sich nicht auf diesen Körper reduziert irgendwie fühlen, aber nutzen ihn halt tun es dann eigentlich, halt bloß halt auf eine andere Art und Weise. Ja. Und ich finde, was du am Anfang schon meintest, das ist auch mein größtes Problem damit, dass es halt super oberflächlich bleibt. Also ich bin niemand, der jetzt in diesem Thema groß
großartig drin ist oder drin war. Und ich werde jetzt nach dem Film auch kein Bedürfnis haben, mich mehr mit dieser Problematik oder mit diesem Thema zu beschäftigen oder mit den Leuten rundherum, weil also ich einfach nicht angefixt wurde. Hm. So blöd es auch klingt, aber. Vom Sinngehalt her meinst du? Genau, ja. Ich finde die, also von der Machart her war ganz okay, weil ich finde es eigentlich auch ganz schön, wenn man das von verschiedenen Seiten beleuchtet. Vielleicht ist das auch der größte Fehler, dass das einfach auch nicht auf sich auf eine Person irgendwie konzentriert worden ist, weil doch immer wieder viel zwischendurch und hin und her geschnitten worden ist und es doch vier relativ unterschiedliche Persönlichkeiten waren. Und auch unterschiedliche Lebenssituationen, in denen sie sich befunden haben. Deswegen wurde sie auch wenig auf eine Sache oder auf einen Punkt konzentriert. Auf der einen Seite macht es den Film kurzweiliger, aber eben also der Informationsgehalt leidet da ein bisschen drunter. Das stimmt, ja. Da würde ich auch zu dir recht geben. Also ich fand es auch kurzweilig und fand es auch halt einfach nicht besonders informativ und ja, gut gemacht auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man vorher schon ein bisschen im Thema drin war, würde ich sagen, wahrscheinlich eher so ein 3 von 5 Filmen. Für mich waren es aber eher so 2,5, glaube ich. Ja, also ich fand es auch eben seltsam, weil bei der einen hatte ich das Gefühl, die ist dann nur noch damit beschäftigt, alle und sich selbst davon zu überzeugen, dass sie sich aber jetzt so akzeptiert. Und es hatte dann fast schon was Aggressives irgendwie. Eben. Was man ja auch zum Teil verstehen kann. Also es ist ja auch sau nervig, dann immer so angeguckt zu werden und dann das Gefühl zu haben, ja, ich bin nicht okay so. Und natürlich hat man das andererseits das Bedürfnis dann zu sagen, hey, fickt euch, gut gesagt, irgendwie, ich bin aber so und jetzt ich schäme mich jetzt nicht, also es ist so eine Gegenreaktion, aber bei der hat das dann irgendwie, blieb das da so ein bisschen auf der Ebene, finde ich. Aber ich, ja, bin jetzt ja nicht in der Situation, also ich will jetzt nicht urteilen, aber das ist mir halt aufgefallen, dass eben so die Problematiken, die sich daraus ergeben, dass die halt überhaupt nicht beleuchtet wurden in der Doku. Ja, du hast ja schon angedeutet, Self-Portrait, den hast leider nur du gesehen. Genau, also ich würde den euch auf jeden Fall noch ans Herz legen, dass ihr den noch schaut. Hatte ich vor, der Film, Entschuldigung, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber ich habe so durch das Programm gescrollt und dieses Plakat oder dieses Teaserbild nächstes Mal bleibt einem im Kopf. Boah, das ist echt, das ist mir sofort ins Auge gesprungen, weil ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt ein Foto ist oder ein Gemälde. Ich glaube, auf diesem Teaser, ja, das ist eindrücklich, aber erzähl mal. Ja, also da geht es eben um das komplette Gegenteil, also Anorexie in einer ganz schrecklichen Form von einer Künstlerin, also Lena Marie Fossen heißt die. Das ist ein norwegischer Film, und sie ist Norwegerin und dauert 77 Minuten. Und Regisseurinnen sind Margit. Ich habe sie Olin, vor mir. Margit Olin, oder? Ja, ja, genau. Öfter, Margret, Margret Olin, Katja Rogset, Espen Wallin. Ah, Espen Wallin, genau. Diese drei haben das gemacht und das begleitet diese Künstlerin, also die Fotografin, eben über einen Lebensabschnitt, also vom 28. Lebensjahr bis Schluss quasi, also ich weiß nicht, inwiefern man jetzt spoilern kann, aber endet ja, ich hab halt die ganze Doku drauf gewartet, sie gesund zu sehen. Also ich habe halt dauernd wirklich gedacht, ja, die wird jetzt entdeckt, die wird durch ihre Fotografie, sie ist echt erfolgreich und hat da reges Interesse, kann ihr Hobby da so zum Beruf machen, das voll ausleben und das ist doch sau cool und da wird man doch dann gesund. Also da kann sie doch vielleicht dann wieder essen. Aber ja, es kommt dann anders. Sie ist eben anorexisch seit ihrem 10. Lebensjahr. Und das wird auch, es gibt sehr viele Interviews auch mit ihr und auch mit ihren Eltern. Also sie lebt noch zu Hause und eben auch über die Kunst und auch mit den anderen Künstlern und Kunstausstellungsmenschen, wo sie dann in ganz renommierten und angesehenen Orten ausstellen darf, also mit denen auch, und die beschreiben dann, was daran so gut ist, was sie macht und dass sie wirklich ein Ausnahmetalent ist. Und also es geht eben so immer so hin und her, so zwischen Kunst und ihrer persönlichen Geschichte und ihren Gedanken auch zu ihrer Krankheit. Und ich habe die
Doku zweimal angeschaut, gestern nochmal. Ich würde es mir auch noch ein drittes Mal anschauen. Ich fand es dermaßen, also mich hat das so bewegt und ich fand das so toll. Also erstmal sind die Fotos natürlich total eindringlich. Also es geht einem echt durch Mark und Bein. Ich klicke mich da gerade durch. Und, oh je, Krankenhaus. Ja, und halt auch, was sie sagt, ist einfach so bewegend und so klug und irgendwie so diese Hilflosigkeit. Also was mir ein bisschen vielleicht gefehlt hat, ich hätte gern mehr über ihre Familie erfahren, weil ich mir halt wirklich gedacht habe, ja, da muss doch irgendwas passiert sein. Es gibt's doch nicht, dass ein Kind einfach mit 10 Jahren anfängt, aus Lebensängsten heraus zu sagen, ja, jetzt esse ich nichts mehr, weil ich so Angst davor habe, erwachsen zu werden. Also sie sagt halt, also sie hat auch keine Pubertät gehabt, sie hat auch noch eine ganz kindliche Stimme und wird auch von allen behandelt wie ein Kind, obwohl sie dann auch im Laufe der Doku 30 beziehungsweise 31 Jahre alt ist. Und sie wünscht sich halt auch immer, dass ihre Kunst halt, also dass sie als Künstlerin gesehen wird und eben, dass man eben nicht die Bilder wegen ihrer Krankheit anschaut oder so, sondern eben wegen der Kunst. Aber das ist halt natürlich, geht das eigentlich nicht. Das würde mich interessieren, weil sie ist ja selber Motiv ihrer Bilder, gell? Ja, also sie macht sich selbst, also sie will halt diese Kunst, diese Angst zeigen, ja. Aber was mich da interessieren würde, will sie da irgendwie Awareness für diese Krankheit schaffen oder sieht sie das wirklich voll getrennt? Nee, überhaupt nicht. Sie sagt halt auch immer, wenn sie drauf angesprochen wird, das will sie gar nicht. Sie will, dass man ihre Kunst sieht und dass man sie als Künstlerin sieht und nicht als magersüchtige, kranke Frau. Und kommen dann auch irgendwie andere Leute, die diese Krankheit haben oder halt die darunter leiden, irgendwie zu Wort? Oder weil das würde mich dann interessieren, wie die dann vielleicht so gesehen wird, weil es gibt ja dann halt Leute, die, also sie ja auch, aber die darunter leiden oder ob man das dann nicht auch ein bisschen kritisiert, dass man sich denkt, dass sie sich da so ausstellt, dass sie ihre Krankheit da so zum Kunstobjekt macht, aber das jetzt nicht kritisch oder halt eben, wie gesagt, irgendwie thematisiert, sondern das so als Kunstform darstellt, finde ich echt, also ich werde mir das anschauen. Also das Thema kann man da drin auf jeden Fall finden und das ist halt, das ist das, was die Doku einem selbst überlässt, dass man darüber einfach nachdenkt, wobei ich dann auch gedacht habe, ja gut, sie zeigt ja auch ihre ganze Angst und also sie fotografiert nicht nur sich, sie fotografiert auch andere Menschen. Einmal hat sie zum Beispiel so auch Flüchtlinge, Flüchtlingskinder fotografiert oder irgendwie Leute aus ihrem Dorf oder so. Also einfach die Lebensgeschichte in den Gesichtern. Mhm. Also bei ihr ist es einfach so, dass eben auch also Angst und so schlimme Sachen, dass das eben auch eine Schönheit haben kann. Und im Grunde, ich meine, andere Künstler, weiß ich nicht, wenn Nirvana mit einem hochdepressiven Sänger irgendwie sich die Seele aus dem Leib schreit und auch über Schmerz und ja, also ich meine, Künstler verarbeiten halt ihren Schmerz und ihre Gedanken und Ängste und Sorgen und Wut. Also das ist natürlich, mal hier ist es eben einfach viel offensichtlicher, aber deswegen ist es natürlich trotzdem auch Bestandteil der Kunst und sie ist eben Teil ihres Kunstwerks und natürlich kann man sich fragen, ja, wie viel ist denn jetzt davon irgendwie Gafferei und also was, aber natürlich kann man halt auch nicht wegschauen. Also es ist einfach so dermaßen krass, wie ein Körper eigentlich noch leben kann, wenn er schon aussieht, als wäre er einfach tot. Also es ist nur Haut und Knochen und ja, sie beschreibt halt einfach ihre Angst, also sie hat eben keine Periode, keine körperliche Entwicklung gehabt, weil natürlich der Körper da überhaupt nicht so in der Lage war. Und sie meint einfach, also ihr ganzes Dasein ist einfach nur Angst, Verzweiflung und Wut und also sie ist einfach mit ihrer schieren Existenz komplett überfordert. Und man weiß gar nicht genau was. Also sie hat eine scheinbar ganz normale Familie und wird auch von der Mutter unterstützt und es kommt aber halt immer wieder so, sie hat halt Angst vor der Vergänglichkeit und vor dem Tod und sie will halt aber, dass alles so bleibt und sie will für immer oder sie wollte halt damals für immer ein Kind bleiben und deswegen hat sie sich mehr oder weniger, ist sie in diese Krankheit reingeschlittert und beschreibt eben dann auch, einmal sagt sie auch, das ist eigentlich, als hätte sie ein Nazi-Regime in sich drin, weil sie besteht eigentlich nur aus Verboten und aus Zwängen und Angst und also es ist total schrecklich, wie sie beschreibt, das so gut und so, ja,
Also ich meine, jeder kennt halt irgendwelche Ängste und andere Leute leben es halt anders aus oder so, aber sie ist halt wirklich eine weiß ich nicht, menschgewordene, wandelnde Angst irgendwie. Hm. Und das trifft sie irgendwie ganz gut, wenn ich mir die Fotos so anschaue. Ja, also und halt wahnsinnig talentiert und aber einfach, ja, sagt sie auch am Schluss nochmal, also dass sie eigentlich schon leben will und dass sie dann auch zwischendurch hat sie eben auch Hoffnung und ja, ist sie da, ist sie da besonders Kurve schwach dann während des ganzen Films oder also ja, das wird nur einmal eigentlich, also das klar hat's, also das wird, nee, also das, darum geht es jetzt nicht hauptsächlich. Ja, nee, weil sie wirkt halt auf diese, also ich schaue mir gerade so nebenher halt die Fotos an und also irgendwie, das wirkt schon irgendwie eigentlich gar nicht ängstlich, weißt, super selbstbewusst und. Ja, man denkt halt auch, jemand, der sowas macht, der muss doch irgendwie voll fit sein oder irgendwie, ja, so im Leben stehen oder also, aber sie ist einfach, sie macht es und ab, unabhängig davon, also manchmal will man sie echt einfach, hey, jetzt komm, jetzt irgendwie sei doch stolz und jetzt weiß ich nicht, also es ist, da ist, da fehlt einfach was, also sie ist, weiß ich nicht, vielleicht, es gibt ja auch Menschen, die einfach total übersensibel sind, also ich glaube, vielleicht ist es auch wirklich, dass sie einfach ja, viel mehr Ängste und Gespür hat für Sachen, die andere Leute vielleicht nicht haben und also man kann halt, wie sie auch selber sagt oder gesagt hat, sie ist einfach mit der schieren Existenz und mit der ganzen Verantwortung, die so ein, das pure Dasein und das Leben ihr aufbürdet, ist sie einfach überfordert. Hm. Und das finde ich halt andererseits so krass belebend, weil das halt jeder kennt und weil das halt natürlich, weil sie es so wahnsinnig wertschätzt und andererseits ist es ja so wahnsinnig liebevoll und so voller Lebensgier und so, aber genau deswegen ja, scheitert sie, so habe ich es jetzt eigentlich gedeutet. Aber wie gesagt, also ich fand es unglaublich. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen, jetzt weil wir vorher kurz angesprochen haben, aber Lost in Face, da geht es ja dann um auch eine eingeschränkte, sage ich jetzt mal, also mit, die hat jetzt keine körperlichen Einschränkungen, aber doch sehr viele psychische. Also ich meine, die kann keine Leute erkennen und keine Gesichter oder so und macht halt das Beste draus. Nur das ist, glaube ich, schon eher so die Wohlfühlvariante von dem, weil das klingt jetzt hier gerade nicht so nach so einem Feel-Good-Movie. Ja, was mich interessieren wird, die, wie heißt sie, Lene Vossen? Lena Marie Vossen, ja. Wie steht es da so um? Ist sie sympathisch? Ist sie, hat sie Humor? Muss ich mir diese Person vorstellen? Wahnsinnig zerbrechlich einfach. Also man ist wirklich, man vergisst auch immer, dass es eine 31-jährige erwachsene Frau ist. Aha. Weil sie eigentlich halt in diesem Kinderkörper, also in diesem malträtierten Körper da rumläuft. Und mal was sympathisch ist, ist ja nicht viel übrig von Gesichtszügen oder so. Es ist ein knochiges, faltiges Gesicht voller Angst. Also es ist einfach, sie lacht auch ganz selten, auch wenn sie da ihre Ausstellung dann kriegt. Und also irgendwie zwischendurch freut sie sich mal. Da sieht man dann auch, wow, sie blüht gerade auf so. Aber ich habe das Gefühl, das verpufft auch ganz schnell. Also ich fand sie schon sympathisch, aber halt auch wirklich schon so ein bisschen, dass man sie ganz vorsichtig schütteln will und sagen, hey, jetzt sei halt mal stolz. Also es ist echt, also wirklich total zerbrechlich und einfach viel zu fein. Also ich glaube, ich schaue mir den auf jeden Fall noch an. Ja, ich auch. So. Ja, also ich war echt voll dabei und hatte auch ich habe auch die Bilder gar nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Ja. So, gut, kriegt einen Haken. Also ich gebe dir 5 Punkte, weil ich das echt, ja, mich das so ergriffen hat. Haben wir wahrscheinlich sogar schon Sieger. Ja, wenn es darum ginge. Okay. Ja. Würde ich sagen, gehen wir noch weiter. 2 haben wir noch vor uns und die haben wir alle 3 gesehen. Ja, machen wir weiter mit dem Herrn Schlingensief vielleicht. Ja, ich würde auch sagen, dass wir einen Schlingensief machen und dann die Titanic. So als Christian. Zum Untergang. Christoph, nicht Christoph. Christoph. Oh Gott, Entschuldigung. So, Christoph Schlingensief, berühmter deutscher Regisseur. Und Theaterintendant. Autor. Ja. Ja. Künstler. Durchwegs. Happening. Wie steht ihr Künstler zum Christoph Schlingensief? Ja, wie du gerade schon gesagt hast, Regisseur, ich habe den irgendwie das erste Mal so richtig wahrgenommen durch seine Aktion mit seiner Chance 2000 oder wie war das?
Also Wolfgang, genau, durch so Aktionskunst. Deswegen, ich hatte gar nicht so richtig lange nicht auf dem Schirm, dass es eigentlich ein Regisseur ist, wie du schon gesagt hast. Und ich habe dann während der Doku, ist mir aufgefallen, dass ich sogar einen Film von dem schon gesehen habe. Aber nämlich? Kann mich gar nicht dran erinnern, weil damals haben wir Texas Chainsaw Massacre gesehen. Und dann kam irgendjemand drauf, so, ey, kennst du schon das deutsche Kettensägen-Massaker? Und dann so, nee, kenn ich nicht. Und dann schauen wir den auch noch gleich an. Und wo wir den geschaut haben, waren wir natürlich viel zu klein und viel zu dumm. Da dachten wir, das wäre halt auch einfach so ein Splatter-Film. Aber keiner hat gecheckt, was der Typ eigentlich erzählen wollte. Ja, wobei ich manchmal behaupten würde, er weiß es selbst meistens auch nicht. Wird der, glaube ich, ganz viel in den Eimer wirft und dann rumstampft. Ja, und mitgewirkt in dem Film haben ja auch Udo Kier, Helge Schneider, schönerweise, und Alexander Kluge und Irm Hermann, die man aus Loriot kennt. Ja, und später dann auch sehr viel mit Sophie Reuss anscheinend gearbeitet. Also sag mal, ja, und warte mal, wer war Tilda Swinton? Ja, genau. Ja, was war das eigentlich für eine Geschichte? Das fand ich ein bisschen schade. Die haben sich kennengelernt. Kommen jetzt gar nicht so richtig, noch nicht zum Film, aber das fand ich ein bisschen komisch, weil was war das? Sie haben sich gleich verliebt oder so? Sie haben sich auf einer künstlerischen Ebene einfach sehr gut verstanden oder wie? Also die waren nicht zusammen. Das weiß ich auch nicht. Warte mal, ich frag mal Wikipedia, dann kann ja einer von euch schnell die Handlung zusammenfassen. Wahrscheinlich haben sie mal geknutscht und dann musste sie halt wieder nach USA, oder? Das fand ich nämlich bei dem Film halt, das Spannende ist ja, das ist ja alles, man hat keinen Erzähler oder sonst was, ist jetzt keine Doku, es gibt ja zum Beispiel... du hast einen Erzähler, schlingen sie selbst. Genau, er, alles nur aus seinem Mund. Man hat ja zum Beispiel auf YouTube gibt's ja diese dreiteilige ARD-Schlingensief-Doku und so, das ist eine klassische Doku, wo du halt einen Erzähler hast, der erzählt, hier ist er aufgewachsen, dann hat er das gemacht, dann hat er das gemacht und hier hast du wirklich alles aus seinem Mund und deswegen ist es teilweise vielleicht nicht ganz so aufschlussreich wie eine klassische Doku, weil viele Erzählstränge, nenne ich es jetzt mal, halt dann einfach fallen gelassen würden. Also der redet halt davon eben, ich habe Tilda Swinton kennengelernt und dann haben wir uns gleich ineinander verliebt und so und dann 5 Minuten später wird die nie wieder erwähnt oder so. Also doch, also die Frau Swinton, bloß ganz kurz, die waren anscheinend 1985 wirklich ein Paar. Ja, es ist ja auch nicht wichtig. Ey. Okay. Ja. Wie gesagt, das ist mir gerade nur eingefallen und das wäre auch so ein Punkt, den ich an der Doku erwähnenswert fand, dass eben alles aus seiner Sicht erzählt wird und es weniger so einen dokumentarischen Überblick gibt, sondern eher so aus seiner Sicht so ein richtiges Mosaik an Werken und Eindrücken und so. Dann so ein Gesamtbild vermittelt irgendwie. Und er ist über Ecken mit Goebbels verwandt, das wusste ich auch nicht. Und deswegen meint er selbst so viel über das Dritte Reich, also Zweiten Weltkrieg irgendwie gemacht hat. Wie hat er es immer gesagt? Das sind einige, ein wenig Energie oder Materie, die in ihm ist, die vielleicht unter Umständen. Das fand ich auch seltsam. Also irgendwie, wie gesagt, ich finde den Typ eigentlich schon spitze und ich fand auch viel an der Doku, auch vor allem nachdem, Spoiler Alert, Krebs, wo er dann ein bisschen selbstreflektierter wird und so, da fand ich ihn dann richtig, richtig sympathisch. Und davor, hat er teilweise so, er sagt zwar immer, er ist kein Esoteriker, aber trotzdem, wo er dann mit seinen Genlinien und dass er eventuell irgendwelche Anteile hiervon noch und so, dann haut er teilweise Sachen raus und religiöse Sachen auch, wo ich mir auch immer dachte, so, das klingt schon ein bisschen esoterisch für das, dass du nicht so ein Esoteriker bist. Fand ich schon spannend. Ja, es ist immer so zweischneidiges Schwert, finde ich, bei Personen wie ihm, die halt so, ich würde den halt als, keine Ahnung, das ist so ein typischer Hans Dampf in allen Gassen, also zumindest was jetzt den Kultur- und Kunstbegriff angeht. Was ihm ja immer, was ihm ja immer sehr wichtig war, immer wieder zu betonen, dass er nicht nur provozieren will, wo ich mir auch dachte, ja, okay, dann erklär uns doch was du, also ja, zum Teil, gut, er will halt einfach Sachen darstellen und vielleicht ist Provokation gar nicht nötig, weil sich es dann selbst erklärt oder weil es einfach so hanebüchend ist. Aber ja, zum Teil fand ich super die Aktionen und zum Teil dachte ich mir auch, also ich fand es nicht schlecht, aber dachte mir nur jetzt, ja, ist jetzt kein Wunder. Also die Reaktion ist jetzt irgendwie total vorhersehbar, gesellschaftliche. Aber
Ich habe mir also auch danach gedacht, ich will mir mal so einen Film anschauen, der hat ja also von den früheren, wo er dann zum Beispiel, da gibt's ja dann dieses, wo dann alle aus dem Kino rennen und so, wo dann ja auch teilweise Helge Schneider mitgespielt hat und so. Also dieser Menü total, ja. Den habe ich sogar gesehen. Ja, und also ich glaube nicht, dass ich mir das anschauen kann, ehrlich gesagt. Also das Ding ist, Menü total, ich meine, es gibt ja solche Regisseure ja auch in Hollywood, wie David Lynch mit Eraserhead beispielsweise. Oder im Prinzip sind das eigentlich deutsche Midnight-Movies, die meisten, die er da irgendwie gemacht hat. So ein bisschen, entweder sind sie völlig überdrehte Splatter oder sie sind völlig überdrehte Kunstfilme, die mehr oder weniger komplett zusammenhangslos scheinen und vielleicht nur für eine Person auf diesem ganzen Planeten irgendwas, irgendeine Aussage geben. Und ich meine, ich glaube, er hat es selbst ganz gut zusammengefasst, als er sagte, irgendjemand ist mal auf ihn zugekommen und meinte, er hat sich da kaputt gelacht bei dem Film. Und da hat er dann gesagt, endlich mal jemand, der meinen Film versteht. Ja. Und Udo Kier war das, glaube ich. Ja, genau. Und so, ich glaube, auf der Ebene, wenn du ihn da verstehst, dann da ist es nichts großartig. Also ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, es sind Filme, die kannst du meinetwegen auch ein bisschen überinterpretieren oder mehr drin sehen, als eigentlich drin steckt. Ja, ich dachte das zuerst, dass sein ich dachte eigentlich, dass sein Anspruch so Dadaismus ist, also eigentlich nur um Konventionen zu brechen, so ungefähr. Also er macht halt irgendwas, was noch keiner gesehen hat, um halt mal so ein bisschen die Grenzen zu sprengen oder auszuloten halt. Aber jetzt zum Beispiel beim deutschen Kettensägenmassaker ist ja die Message ziemlich klar halt irgendwie, also wie halt dann nach der Wende die Ostdeutschen und die Westdeutschen sich gegenseitig irgendwie zerfleischen oder sowas. Also da ist ja die Aussage relativ klar. Deswegen wollte ich mal so einen anderen Film sehen, um zu sehen, ob da sowas drinsteckt oder ob das halt einfach nur Gaga ist oder Dada eben, um halt einfach so theatermäßig auszurasten und halt eben. Also ich finde, am Theater ist er irgendwie dann auch ein bisschen besser aufgehoben, finde ich. Ja. Weil das eher so der Machart entspricht, glaube ich, wie sein Gehirn oder seine Erzählstruktur dann immer irgendwie funktioniert haben. Ist im Film total schwierig, weil da, ich meine, du hast halt dann doch immer wieder irgendwelche Konventionen, an denen man sich zumindest nahe dran entlanghangeln muss, damit aus einem Film auch ein Film ist. Und Man ist das Theater vielseitiger. Genau. Ja. Nur was ich eine wahnsinnig gute Besetzung fand, war halt Helge Schneider. Ich finde, der bringt das einfach rüber, wie so ein Film gemeint ist. Also der kann das einfach von der Stimmung her total auffangen. Da war das dann, okay. Also da fand ich es wirklich klar, worum es geht. Und das ist irgendwie sehr gut, dass ich da auch diese ganze Szene dann so kennt, diese ganze deutsche Kunst-Banausen-Szene, ja, ist die alle. Ist eh lustig, was da so anscheinend damals so in Anfang der 80er, Ende der 70er für Gestalten aus dem Eck, so rund um Mülheim, Bottrop oder sowas. Was mir ein bisschen gefehlt hat, also was wir schon angesprochen haben, der macht ja überall, hat er seine Finger so, ein bisschen Theater, ein bisschen Kino, ein bisschen das und das. Was ich gerne, das kommt dann nicht so rüber. Warum? Also dadurch, dass er halt nur selber quatscht, da wird dann sowas ein bisschen ausgeblendet. Mich hätte zum Beispiel interessiert, wo dann der Anstoß kam, sich dann doch so direkt politisch zu engagieren. Also dann gibt's ja zum Beispiel diese Szene, wo er dann in Österreich diese Container aufstellt und das ist ja wirklich so eine politische Aktion. Was ich mir übrigens sehr, das ist so eine von diesen Aktionen, wo ich halt sage, dass Schlingensiefen Genie ist, weil das ist was, finde ich halt echt extremst derbe Aussagekraft und vor allem die Reaktionen, die es halt hervorruft. Ja, eben, das ist so Böhmermann auf genau. 11 gedreht. Also genau, keine Ahnung, was ja. Der so macht, ist ja auch teilweise sehr intelligent und provokativ, nur der hat es halt schon noch eine Spur heftiger gemacht irgendwie, aber wie er dann dazu kam oder wie sich das so entwickelt hat zu diesen politischen Aktionen irgendwie, die dann jetzt weg vom Theater, weg vom Film, sondern so in die Öffentlichkeit. Mei, vielleicht brauche ich doch keine Erklärung, wie es dazu kam, hat halt Bock drauf gehabt. Und aber wir so in die Öffentlichkeit, weil ich meine, seine Kinofilme muss keiner sehen, seine Theaterstücke haben bestimmt auch wenige Leute gesehen, aber wenn er sich natürlich in Wien auf den fetten Hauptplatz stellt und da so Container hinstellt, ja, wusste ich nicht, ob das so ein, ja, wie, der hat sich dann ja doch immer mehr in die Öffentlichkeit reingebolzt. Ja, das war halt schon so sein Ding, so diese Aktionen eigentlich. Das fand ich auch am besten. Ja. Ja, aber was ja, noch, aber über den Film. Unpolitisch was halt, war er ja eigentlich auch nie. Also genau, stimmt.
Aber trotzdem diese Switches, warum er dann das und wie und so, hat er vielleicht auch erzählt und ich weiß es gerade nicht mehr genau. Aber trotzdem. Nee, aber das ist auch was, was mir irgendwie am Film ein bisschen gefehlt hat. Ich meine, das sind zwar 2 Stunden und so ein ganzes Leben in 2 Stunden zu erzählen, das ist eh schon ordentlich sportlich. Aber auf der anderen Seite, nee, ich hätte mir vielleicht eher gewünscht, nimm bloß eine Phase aus seinem Leben und erzähl die dann irgendwie, ja, ein bisschen genauer. Ja, ich hätte auch mehr Hintergründen. Mehr erfahren eben zu den seinen Absichten oder Gedanken dazu. Ja. Ja, und obwohl der so viel gemacht hat und es gibt ja 1000 Projekte, die dann so hintereinander eigentlich fast abgehandelt werden, ich fand es dann nur so blöd, also ich, weil du gerade gesagt hast, der dauert 2 Stunden, ich, in der Mitte oder so, hat es sich ein bisschen für mich gezogen, obwohl ja immer Neues kommt, immer Neues, aber dann kommt so ein Projekt nach dem nächsten und dann kommt das und so und dann habe ich irgendwann so ein bisschen das Interesse verloren. Also so ein paar Aktionen sind natürlich rausgestochen, wie diese Containeraktion und das, aber dann wird es so aneinander geklatscht und dann kommt das und das und das und dann hast du so viele Sachen und für mich wurde es dann, das klingt jetzt ein bisschen gemein, wurde es dann erst wieder interessant, wo er Krebs gekriegt hat und sich dann auch so viel von seiner Weltsicht ändert und dann fand ich es wieder neu und interessant. Und davor war es so, man ihn halt nochmal auf einer anderen Ebene auch kennenlernt. Genau, genau. Wo er dann im Krankenhaus sitzt und so das Heulen anfängt und so, da dachte ich mir auch so, boah, das ist schon, das kannte ich ja, auch vielleicht nicht. Vielleicht hätte man den Film auch irgendwie von hinten aufziehen können und hätte dann mit seinem Engagement in Afrika, wo er dieses Volkstheater dann gebaut hat, vielleicht da irgendwie anfangen können und dann zurückgehen können. Keine Ahnung. Also es war, man hätte ja, sowas zum Beispiel, war ein bisschen zu konventionell auch erzählt für diese Person. Ja, weil du das gerade angesprochen hast zum Beispiel, das hätte ich jetzt komplett wieder vergessen, weil ich meine, das wird dann in 2 Minuten so reingedrückt. Ja, das sind so in den letzten 2 Minuten so noch Motto, ja. Oh scheiße, der Film ist bald zu Ende, das haben wir noch nicht gemacht. Ja, ja, genau, genau. Das sind so einzelne Projekte, die eigentlich jeweils eine Doku verdient gehabt hätten wahrscheinlich, also eine halbe Stunde vielleicht oder so, aber die werden dann alle noch so schnell reingedrückt und das hat er noch gemacht und dann hat er das noch gemacht. Es wollte halt einfach alles abhandeln. Also ich fand auch, dass einfach mehr zusammenhängende Dialoge wären einfach gut gewesen, dass man sich mehr mit einem Thema beschäftigt und dann zum nächsten und dann eben vielleicht auch nicht alles schaffen muss. Ja. Ja. Und mehr kennenlernen kann dadurch. Jawohl. Ich gebe 3 von 5, sage ich mal. Ja, ich auch. Ich würde auch. So direkt jetzt. Ja, ich gebe nur 2 von 5, weil ich es echt schade fand. Also es hätte halt um einiges mehr hergegeben. Also. Da spricht aus dir die Person, die ja auch mit Schlingensief und Schneider und den ganzen Leuten auf was anfangen kann. Und deswegen ein bisschen enttäuscht. Ja, eben. Deswegen. Ja. Ich habe so gesehen, muss ich eigentlich auch 2,5 geben. Habe ich nur einen. Nee. Also ich hab von dem natürlich schon gehört und habe auch so ein paar Sachen schon gekannt irgendwie und habe mir auch halt davor noch irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, diese 3-teilige ARD-Doku, gibt's auf YouTube übrigens, liebe Zuhörer, angeschaut, deswegen kannte ich dann doch schon einiges, fand aber die Doku natürlich in dem Sinn spannender, dass es halt wirklich aus seiner Sicht ist irgendwie und dann hast du nicht diesen langweiligen Erzähler, der sagt, hier ist er aufgewachsen und dann hat er das gemacht und dann hat er das gemacht, sondern ich fand das schon interessant, aber alles Negative, was wir schon angesprochen haben, dass es so ein Fleckerlteppich war. Warum klingt dein Erzähler wie Udo Lindenberg? Oh Gott, ja, der hätte noch gefehlt, der ist ja mit Helge Schneider auch Ich gebe ihm 3. Ich gebe ihm 3 Punkte, weil wenn man über sein Werk erfahren will, dann kann man halt entweder zu so einer Standard-Doku greifen wie auf YouTube oder man hört sich halt alles aus seiner Sicht so ein bisschen an und dann fand ich die schon. Man kriegt einen ziemlich guten Rundumschlag, finde ich. Also wenn man einen Rundumschlag will, dann ist das genau das Richtige. Ist so praktisch der Schlingensief, der Basis-Grundkurs Schlingensief. Ja, in einer anderen Doku zum Beispiel, wenn man jetzt vielleicht mal eine andere Doku machen würde, dann würden vielleicht auch Leute zu Wort kommen, die halt eventuell, es werden ja auch keine Leute interviewt, so richtig, also vielleicht mal ganz kurz, aber die sich mit ihm vielleicht auch mal ein bisschen kritischer oder so, also ich weiß es nicht, ich will dem Typen, genau, aber dann würdest du vielleicht auch mal von verschiedenen Seiten da beleuchten oder so. Aber eigentlich kann man gegen ihn nicht sagen, guter Typ. Ja, dann können wir jetzt also, der hätte auf den nächsten kommen. Genau. Oh, dann die Überleitung. ich roll sie dir aus. Ja, das deutsche Kettensägenmassaker ist eine gute Überleitung. War abrupt abgesägt mit dieses.
Egal, ja. Wir, so wie im, mit der Kettensäge an den Ostdeutschen, die zu Wurst verarbeitet werden. Das ist unser nächster Film. Genau, da sind wir auch schon bei dem Titanic. Letztes Jahr Titanic. Letztes Jahr Titanic, richtig. Die Leute, die Schlingen sie diese Doku gesehen haben, wissen auch, warum ich richtig popichtig neige zu sagen. Das habe ich mir irgendwie angewöhnt. Mhm. Das kommt ja auch aus der Ecke. Aber nein, wo waren wir? Titanic, genau. Also Titanic. Regisseur Andreas Voigt, 101. Was? Das war doch James Cameron. Ja, 101. Wir können okay, auch über gut. Titanic Andy. Reden, Andy, der war spitze. 101 Minuten und in Deutschland 1991 gedingst. Und die Doku beschäftigt sich mit dem letzten Jahr der DDR, 1989 bis 90. So. 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 Ich stelle jetzt eine ganz moderatorische Frage. Wo wart ihr, als die Mauer fiel? In einem Satz. Im Wohnzimmer. Im Kindergarten. Okay, wunderbar. Dann haben wir das auch abgehandelt. Ich weiß es nämlich nicht mehr. So. Und ich fand es, also wie die ganzen Bilder, die da irgendwie kamen, das war mir eher, als wäre es eine Zeit von vor 100 Jahren. Genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Wegen dem Schwarz-Weiß. Nicht nur. Unter anderem, aber irgendwie auch, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass solche Personen irgendwie mal gleichzeitig mit mir auf der Welt waren. Das war wirklich der bestimmende Gedanke. Ich habe heute auch mit einem Kumpel über den Film geredet und genau das Gleiche habe ich auch gesagt. Du schaust dir den Film an und denkst die ganze Zeit so, ach Gott, damals, ach Gott, das ist ja eine Zeit, keine Ahnung. Und dann immer so, oh Gott, da war ich schon auf der Welt. Das gibt's ja gar nicht. Also ich habe mir nur gedacht, mein Gott, irgendwie, also ich bin, dann bin ich doch ziemlich alt geworden jetzt über die Jahre. Aber was man, ich glaube, da müssen wir jetzt kein Geheimnis draus machen, uns hat er alle drei unterhalten auf eine gewisse Art und Weise. Ich fand ihn auch wirklich gut, also auch die Gespräche und ja, Interviews, die da vorkamen, auch vielseitig und so die verschiedenen Lebensbereiche, was ist eigentlich mit den Leuten da, wo die überall betroffen waren und die Jugendlichen, wo die ganzen Jugendzentren plötzlich wegfallen und bei den anderen fallen die Arbeitsplätze weg und bei den allen Reisen, alle Reisen auch plötzlich weg. Und es entstehen Ängste. Ja, und die krassen Erwartungen und Hoffnungen an die Brave New, an die neue Welt da draußen. Und dann hat man es geschafft und kann konsumieren, was man will und merkt, das ist doch vielleicht nicht so geil. Ja. Ja, aber auf der anderen Seite auch diese unglaubliche Hoffnungslosigkeit ja auch. Also die, ich fand eher, dass das, also von wegen Hoffnung, da gibt's vielleicht, na, obwohl, also da gibt's ja so ein paar Gestalten. Ja, doch, natürlich, also so sagen wir mal, die Grundstimmung war irgendwie Hoffnung. Also finde ich schon auf eine gewisse Art und Weise, aber wenn du auf die Individuen zurückgegangen bist, dann hast du eigentlich mehr so, Naja, eine Hoffnung, die sich aus dieser krassen Hoffnungslosigkeit halt dann auch erst ergeben hat. Ja, aber alle, die sie interviewt haben, waren sehr traurig und sehr depressiv. Und dann, also ich meine, das finde ich sehr schön bei dem Film, dass du so einen echt guten Querschnitt hast. Dann hast du den alten Kohlearbeiter, dann hast du die Bedienung am Tresen und so. Die war jetzt auch nicht so happy und so. Und dann noch diese Jugend, die alle mit diesen obergeilen The Cure-Frisuren rumgelaufen sind. Und das fand ich eine der krassesten Sätze, wo sie diese junge Dame da interviewen. 18-jährige, genau, maximal. Die aber echt schon eigentlich ziemlich auf Zack ist und auch politisch engagiert und so, aber dann später zwischen den Ruinen da so ein bisschen rumsteht und dann fragt er sie auch nochmal, ja, und was ist jetzt so, was ist dein Plan? Und dann so, ich versuche einfach mein Leben zu schaffen. Boah, das fand ich echt heftig, ey. Ja, wie die auf Self-Portrait. No. Weil die hat halt wirklich überhaupt keine Perspektive irgendwie. Fand ich schon krass. Und auch dieser andere Typ, dieser Arbeiter, der halt dann irgendwie gemeint hat, so, ja, ist jetzt dreimal, hat er schon versucht, irgendwie nach Westdeutschland zu fliehen, ist dreimal im Knast gelandet. Ja, und jetzt ist es erlaubt, jetzt versucht er es halt nochmal. Aber eigentlich hat er keinen Bock, weil irgendwie Freunde finden ist ja in Westdeutschland so schwer, weil da ist ja nur jeder auf sich selber fixiert und so. Das fand ich auch einen ganz guten Kommentar irgendwie, ganz spannend. Ja, aber er hat sich halt dann voll drauf konzentriert, ja, da kann er halt, da kann das halt zu was bringen. Also da, das macht man halt jetzt so und deswegen. Ja, aber sie hatten nicht so richtig Bock. Das einzige Argument war dann immer, ja, da verdiene ich halt dann 3000 Mark statt 1000 Mark. Ja, genau. Ja. Aber das Versprechen des Konsums war halt immer da. Genau, ja. Ja, gut, ja, genau.
Da bist du in dieser, ich glaube, das hat sich dann ganz gut aufgeteilt zwischen den Leuten, die, ich weiß nicht, wie viele es da überhaupt gab, die der DDR dann irgendwie nachgeweint haben. Aber du hast ja dann doch gemerkt, du hattest bei den Jugendlichen eher noch so eine Fraktion, die ja links und eher so ein bisschen Marx-Kapital orientiert irgendwie gedacht hat. Naja, aber die eine Journalistin war ja eigentlich auch halt von beiden Seiten enttäuscht. Also sie wollte so das Neue nicht so richtig und das alte, ich meine, sozialistische System, da hat sie halt auch dran geglaubt und ist halt da auch enttäuscht worden, einfach weil das halt dann einfach so scheiße lief. Das war das eindrücklichste Interview, fand ich. Also, aber die hatte ja damals auch ihre daran geglaubt und ihre Träume und wie man das verwirklichen soll, dass das alles Sinn ergibt und dass sie mit Marx irgendwie auseinandergesetzt und so. Genau. Und zerfällt das alles und man wird verraten von allen Seiten. Ja, das war echt krass und das war ja auch so eine, das fand ich wirklich das spannendste Interview, weil sie dann auch erzählt, warum sie dann damals halt in Anführungszeichen mitgemacht hat, warum sie daran geglaubt hat irgendwie und dann so enttäuscht wurde und dann wurde sie auch noch vergewaltigt und erpresst von der Stasi und so. Das fand ich richtig heftig irgendwie. Und man hat ja auch gesehen, wie sie da drunter leidet halt irgendwie oder gelitten hat und jetzt aber auch nicht weiß, ob es viel geiler wird, weil diese Utopie für sie jetzt gestorben ist. Ja, die war so ein bisschen gebrochen einfach. Weil ja, voll krass. Ja, vielleicht trifft es ja dann dadurch auch der Titel ganz gut, weil ja, das also war, ich habe am Anfang habe ich eigentlich gedacht, ganz ehrlich, dass beziehungsweise Julia hat mich wieder irgendwie drauf gebracht, dass wir es da vielleicht unter Umständen irgendwie mit dem Satiremagazin Titanic, weil da gibt es ja auch die Zonen-Gabi mit ihrer ersten Banane und dem ganzen Zeug, ob das vielleicht da irgendwie mit reinschwingt. Und dann hast du aber auch streckenweise so skurrile Personen wie die Porno-Zwillinge aus Augsburg und also es ist ja irgendwo, keine Ahnung, es hat schon ein bisschen so Ulrich Seidel-Vibes gehabt, muss ich sagen. Boah, die zwei, das war echt die krasseste, also nicht die krasseste Szene, aber das war halt schon echt witzig. Aber dadurch, dass es halt echt ist, also traurig. Schaust es an und denkst dir so, wie ich hier schon geschrieben habe, so aus so einem Coen-Film. Also die hätten in Big Lebowski so auftreten können. Das Outfit, wie sie reden, also zwei gleich aussehen. Geschäftsmänner, Typen, so. Mit Menschen Schnauzer, Hawaii-Hemd, mit ihren riesen Walkie-Talkies, mit denen sie dann die Hausfrauen anrufen und so. Alter Schwede, das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Ja. Ja, die ganze Machart dann, ist schwarz-weiß. Alles ergriffen, was geht. Ja, sollen wir gleich auch da zum Fazit kommen? Und dann ja, also zumindest ich würd inhaltlich nichts mehr dazu sagen wollen. Nur ich kann empfehlen, den zu gucken. Der hat, glaube ich, auch irgendeine besondere Stellung jetzt beim Docfest. Es gibt auch ein Interview mit dem Macher. Mhm. Gott, hoffentlich erzähle ich da jetzt keinen Schwachsinn. Doch, doch, das habe ich mir angeschaut, das Interview mit dem Andreas Voigt, oder wie er heißt. Und ja, sind wir halt jetzt da in dem Bereich 30 Jahre Wende. Und mir ist aufgefallen, ich war damals, glaube ich, 9. Und nochmal so zur Auffrischung der ganzen Zusammenhänge ist das ganz gut. Und zwar mal eine andere Art und Weise, wie man es erklärt bekommt, nichts ganz so dröge wie im Geschichtsunterricht. Ja, wir haben uns ja vorher schon kurz im Vorgespräch ganz kurz drüber unterhalten und ich dachte mir auch, ich habe, wo ich den geschaut habe, noch nicht gewusst, dass der eben, ich dachte, der macht jetzt hier irgendwie Premiere oder so. Ich wusste nicht, dass der Film halt direkt, den hat er von 89 bis 90 oder so gedreht und kam 91 raus und hat dann gleich irgendwie Preise gewonnen und so. Und ich dachte mir dann aber, wie der damals so rüberkam, weiß ich gar nicht, ob das dann so spannend ist, wenn es so nah ist, aber jetzt so mit einem Abstand von 30 Jahren ist es halt unglaublich spannend. Und dann haben wir uns ja auch darüber unterhalten, der Film ist ja nicht aufregend gemacht, der hält halt einfach irgendwelchen Leuten das Mikro unter die Nase und interviewt die halt. Und wenn du die richtige Zeit hast, wie wir vorher auch schon gemeint haben, wenn du in 40 Jahren die Corona-Demos von heute anschaust, dann ist es wahrscheinlich auch sehr spannend und weird. Und deswegen ist der Film jetzt wahrscheinlich um einiges krasser als halt damals direkt im Anschluss. So, wie ein guter Wein. Eva, ja. Du noch was? Ja, ich fand es damals schon auch, weil ja, es ging ja für alle Beteiligten zur Sache und war was Neues und Aufbruch und so. Und diese ganzen
aufgebauschten Hoffnungen und ein Großdeutschland und dann singt man die Nationalhymne und findet es wieder geil und dieses ganze Deutschlandgefühl, was jetzt im Endeffekt enttäuscht wurde. Also ich finde, man konnte sich schon auch einiges dann wieder herleiten, warum jetzt vielleicht irgendwo die und die Partei mehr gewählt wird als, also es macht schon alles Sinn im Nachhinein. Aber ja, wo wir alle drei ja so große Nationalismusfreunde sind, gell? Das fand ich wirklich strange, warum dann irgendwie auf diesem Europaplatz, wie heißt in Leipzig, auf so einem, das war keine Demo, das war einfach so ein großes Gefeiere, dass es jetzt erste freie Wahlen gibt, warum man da dann diese verbotene dritte Strophe von der Nationalhymne, von dem Deutschlandlied singt. Also da dachte ich ja, dass die Dokumentation in eine komplett andere Richtung irgendwie. Ja, und dann 2 Minuten später mache ich die Nachrichten an und dann ist dann in Berlin irgendein Spacko auf so einer Corona-Demo und singt da das gleiche Lied. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, ihr Vollidioten. Krass, ey, aber nur krass. So wiederholt sich die Geschichte. Ja, also ich gebe dir 3,5 Punkte. Ich 4,5. Wenn nicht 4. Ja, nee, ich nehme 4. Ich glaube, ich gebe 4, weil da ist ordentlich. Und also der hat mich echt unterhalten auch an vielen Stellen. Das ist so irgendwie, so würde ich mir Geschichtsunterricht vorstellen. Ja. Wenn ich noch eine und Sache auch sagen angeregt. Darf. So. Eine Sache noch, weil ich habe jetzt ja gerade gesagt, die wäre nicht spannend gemacht oder nicht interessant, weil der hält nur den Leuten das Mikro unter die Fresse. Aber bei einer Szene dachte ich mir, nee, das stimmt nicht, weil ich fand die Szene großartig, wo sie dann diesen linken Skinhead, kenne mich da nicht ganz so aus, Redskin, genau, das fand ich erstens sehr interessant, aber wo er dann in seinem Zimmer sitzt und irgendwie Mozarts Requiem hört, ja. Ganz crazy Szene, aber dann fand ich es stilistisch und filmisch dann doch interessanter als eine langweilige Doku, wo er den Leuten das Mikro in die Fresse hält, wo er dann so diese Kameraschwenks über die Ruinen mit diesem Sound im Hintergrund, das war dann schon wieder sehr poetisch. Also alles nicht nur trocken und nicht nur nüchtern, sondern auch irgendwie künstlerisch schon auch gut gemacht. Ja, das wollte ich noch sagen. Gut, dann ist das doch ein schönes Abschluss. Dann können wir uns jetzt den nächsten Filmen widmen, ob für den Podcast oder privat. Ja. Ich glaube, ich habe noch einiges zu gucken. Ja gut, ich habe 2 Anregungen, nehme ich jetzt mit von dir, Eva. Danke dafür. Ja, bin gespannt, wie der ankommt. Und ansonsten, ja, wir empfehlen das Dogfest auf jeden Fall jetzt noch weiter. Geht noch bis zum 23. Mai auf www.dogfest-münchenmuenchen.de und da ist das Programm folgendermaßen aufgebaut. Man sucht sich unter diesen 121 Filmen einen aus und dann klickt man drauf und bezahlt und schon gibt den Kinos eine Spende. Ich glaube, das 4 Euro oder so kostet, glaube ich, ein Film, oder? Ja. Irgendwie sowas. Außer man nimmt eine Gesamtkarte vielleicht. Ja. Vielleicht ja. Haben wir jetzt auf jeden Fall cool, mal, dass es diesmal deutschlandweit ist. Genau. Ja, wir packen das Programm einfach mal in die Shownotes, in die Links drunter und ich habe, wenn du das Programm aufmachst und da durchscrollst, bist du vielleicht zuerst ein bisschen erschlagen, aber wer da nichts findet, was einen interessiert, der ist wirklich, dem ist nicht zu helfen. Ja, der ist tot. Ja. Na, somit schöne Grüße. Von Heavy Metal über Trump, über Corona und über Iran und über alles dabei. Ja, ich glaube, wir waren jetzt auch einigermaßen vielseitig, außer Länder-Dokus waren, naja gut. Indien. Ja gut, keine Ahnung. Indien, Kuba. Okay, dann noch viel Spaß und danke für die Zeit allerseits. Jo, winke, winke. Winke, winke, tschüss. Wiedersehen.